Ich soll erst eine Rede halten, Abi. Ja, mach mal. Aber ich habe dich schon mal zurückgerufen, als ich gesehen habe, dass du weit weg bist. Also, ich war rein zufällig letzte Woche in Hanau, wieder bei Chiktin, bei Serpil, bei Nevros. Und auch, wir waren am 19.02. in Hanau. Am 14.02. durfte ich in Hanau sein. Und Stefan meinte ja gerade, nach dem Oktoberfestattentat, eines der größten rassistischen Anschläge in Deutschland. Wir wissen leider, ich befürchte, dass es noch mehr gab. Nur wenig davon wissen, denn am 26. August 1987 gab es auch einen Brandanschlag in Duisburg, wo 7 Menschen gestorben sind, auch von Neonazis. Das ist nur nicht in der Statistik mit drin, obwohl Neonazis sich dafür bekannt haben. Und Hanau zeigt auch nach einem Jahr noch, wie tief der Schmerz sitzt, wie traumatisiert die Menschen sind, auch wenn sie kämpfen für ein würdiges Gedenken, denn ein würdiges Gedenken heißt kämpfen. Und viele Menschen hier, die ich heute hier sehe, sehe ich leider, ich würde euch lieber in anderen Zusammenhängen viel öfter sehen, immer bei Gedenkveranstaltungen gegen rassistische Anschläge, Morde. Und um nochmal auf Hanau umzukommen, wir haben gestern noch mit dem Theaterteam Lücke, weil wir das wieder aufnehmen, das Stück, haben wir uns unterhalten, warum es keinen Schlussstrich geben darf. Auch nach Hanau hat es nicht aufgehört. Die Stigmatisierung, die Kriminalisierung der Betroffenen hat nicht aufgehört. Wie kann es sein, dass der Vater des rassistischen Mörders eine Gefährdetenanstrafe bekommt und die Familien der Todesopfer eine Gefährdeansprache mit dem Spruch, bitte keine Blutrache. Das zeigt doch schon, wie die Struktur innerhalb einiger Ermittlungsbehörden ist, mit was für einem Bild sie auf uns schauen. Und wo sollen wir denn, Chitin meinte, wo sollen wir denn hin? Wenn wir zur Polizei gehen, werden wir entweder nicht ernst genommen oder wir werden zu TäterInnen gemacht. Was ist denn, was ist unsere Möglichkeit? Und genauso war es auch in Solingen, in Mölln. Jetzt am Sonntag gibt es die Rede, die Möllner Rede im Exil wieder, wo der Vater in einer Nacht zu einem Drogendealer gemacht wurde, obwohl er auf der Arbeit gerade war, anscheinend Wettschulden gehabt haben soll und plötzlich wäscht sich Mölln wieder in Unschuld. Oder wenn zum Beispiel die Familie von Willy Viorel Paun am Tatabend im Auto sitzt, mit einem Polizisten in Gespräch kommt und er sagt, setzen Sie sich am besten ins Auto, wir werden zu Ihnen kommen, was ja total nett ist, und plötzlich stehen 8 SEK-Beamte in voller Montur mit Maschinengewehren an der Tür und sagen, kommt raus, und will Ihnen erstmal Handschellen anlegen, bis der vorherige Polizist kommt und sagt, das ist die Familie eines der Mordopfer. Das zeigt einfach, dass wir weiter gedenken müssen, dass unser Gedenken weitergehen muss, dass wir weiterkämpfen müssen und weiter solidarisch sein müssen, weil sonst wird es immer wieder einen Anschlag nach dem Anschlag geben. Danke. Ich habe mich ein bisschen gesetzt. Ja, kein Problem. Und ja, wir wollten eigentlich unsere Tournee beginnen. Dieses Jahr, das war auch ein bisschen sportlich gedacht, nicht nur wegen der Pandemie, aber die Hoffnung, etwas machen zu können, die Hoffnung, solidarisch sein zu können, hat uns gesagt, wir machen es. Wir planen die Tour, wir mussten sie absagen, wir gehen jetzt in den September, aber Hoffnung, ich habe eben auch den Flyer gesehen, darum fangen wir mit dem Stück an, auf dem Flyer steht, Hoffnung ist auch ein Weg, um das schöne Leben zu bekommen, also her mit dem schönen Leben. Aha. Entschuldige, das ist der FM-Mix, also mach einfach, egal. Jetzt nicht mehr. Ach Gott. Aber ich habe mit dem schönen Leben, wir machen das. Ja. Also ihr müsst wissen, richtig, nicht noch mehr. Ich habe 5 Jahre nicht mehr gerappt. Stimmt, das ist einer der ersten Auftritte wieder von Rossi. Und einen großen Applaus für Rossi. Und dann überraschte mich, vielen Dank. Mit aber so das war ungewollt. Wie? Das war wirklich ungewollt. Ja, hast du extra gemacht. Okay, wann geht's los? Eine halbe Stunde. Ja. Jetzt. Gib dir das.